Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir gerade einfach hier so ein paar Produkte zusammengesucht und ich habe einfach Lust, mich so ein kleines bisschen fertig zu machen. So ein bisschen aus dem Schlabberlook raus und ein bisschen für den Alltag fertig machen. Ich habe mir so ein paar Produkte aus der Drogerie rausgesucht. Alles hoffentlich Produkte, die es noch gibt. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt los. Und ich habe einfach mir schon meine Tagespflege aufgegeben. Und als nächstes würde ich mir jetzt einfach einen Primer auftragen. Den habe ich mir natürlich nicht zurechtgelegt. So, damit das Ganze nicht allzu langweilig für euch wird, werde ich heute mal einen anderen Primer benutzen. Und zwar nehme ich heute mal von Catrice den One Step Skin Perfector. Der hat so eine leichte Tönung, hat ein SPF von 20 und ich gebe mir den jetzt einfach so ein bisschen dünn einmal auf. Und den arbeite ich mir am besten mit den Fingern ein. Der lässt sich so relativ gut einarbeiten, hat einen ganz, ganz leichten Glow. Ich denke mal, das könnt ihr sehen. Von der Tönung her, ja, weiß ich jetzt nicht, ob der sich irgendwie jetzt an meinem Hautton irgendwie anders so ein bisschen vertönt hat. Keine Ahnung. Jedenfalls solo, finde ich, macht der nicht wirklich irgendwie was her, weil den kann man ja auch solo benutzen. Aber für unter der Foundation finde ich das jetzt in Ordnung. Als Foundation habe ich mir jetzt mal eine andere rausgesucht aus meiner Sammlung. Und zwar ist es von Manhattan, die 3-in-1 Easy Match. Die habe ich schon ein bisschen länger in meiner Sammlung, habe sie aber irgendwie noch nie so wirklich benutzt. Und die habe ich jetzt gerade wieder so ein bisschen für mich entdeckt. Die nutze ich gerade sehr gerne im Alltag. Das ist die Farbe 32 Classic Ivory. Hat ein Nude Finish, also ist sehr leicht auf der Haut. Und ist auch von der Konsistenz her, finde ich, ist sie ein bisschen dicker, fester. Und ich habe letztens so einen ganzen Pump-Pump genommen. Das war definitiv zu viel. Also ihr seht, da läuft gar nichts. Die ist relativ fest. Und die gebe ich mir auch einmal hier so ein bisschen auf und arbeite mir die mit einem Pinsel ein. Also ich denke mal, ihr könnt es ganz gut sehen. Die hat eine relativ leichte Deckkraft. Also ich habe mir jetzt ja, wie gesagt, hier einmal diese, also hier jetzt komplett eingearbeitet, hier noch nicht. Und sie deckt wirklich minimal ab. Also ich finde so für den Alltag, für so einen leichten, hauchzarten Make-up-Look und wenn man eine relativ gute Haut hat, finde ich, ist die total in Ordnung. Es sei denn, man hat jetzt große Makel oder so, die man abgedeckt haben muss, dann hat sie definitiv eine zu leichte Deckkraft. Ich trage sie auch gerade jetzt erst wieder, denn ich habe bis vor kurzem eine ganz, ganz schlechte Haut gehabt. Ich brauchte wirklich was sehr stark Deckendes. Und jetzt gerade wird meine Haut zum Glück wieder einigermaßen gut. Das heißt, ich kann auch wieder so eine schöne, leichte Foundation mir aufgeben, was mir persönlich besser gefällt als, klar, so Full Coverage trage ich auch schon mal, aber halt eben muss jetzt nicht unbedingt im Alltag sein. Und ja, von daher gefällt mir die im Moment ganz gut, hat ein schönes, nudiges, natürliches Finish und ja, ich gehe dann gerne nochmal mit meinem Beauty-Schwämmchen drüber, aber wo habe ich den jetzt hingepackt? Mein Schwämmchen habe ich mir schon angefeuchtet, das ist richtig schön aufgegangen und ich arbeite mir das einfach noch so ein kleines bisschen in die Haut ein. Was ich auch festgestellt habe mit diesem Make-up, man kann sich das so ein kleines bisschen aufbauen. Also wenn man nochmal so ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte, wie jetzt zum Beispiel hier bei mir im Bereich unterm Auge und an der Nase,
Da finde ich, kann man sich das immer noch relativ gut aufbauen mit der Foundation. Und da gebe ich mir meist immer noch mal so einen kleinen Klecks mit hin und mache das dann mit dem Schwämmchen. Als Puder. Gesundheit. Danke. Mein Sohn ist gerade hier, der macht Bügelperlen. Der wollte nicht alleine sein. Ich sage, ja, dann komm. Kannst du dich hier zu mir setzen? okay, also als Puder benutze ich das 24 Stunden Superstay. Das ist auch so ein richtig schönes Puder, was halt Farbe hat. Das ist halt eingetönt und ist es die Farbe 40 vorn. Und das gebe ich mir einfach so ganz leicht mit einem fluffigen Puderpinsel so ein bisschen über die T-Zone auf. Aber auch wirklich nur ganz, ganz leicht, weil ich möchte jetzt den Glow nicht verlieren, den ich mir da so ein bisschen geschaffen habe. Und ja, einfach nur eben da, wo man stark nachglänzt, nachölt, da pudere ich gerne einmal meine Haut ab. Ja, mit den Resten ziehe ich das nochmal so ein bisschen hier nach hinten, weil da kommt ja auch gleich der Bronzer noch hin. Und der sitzt einfach oder lässt sich einfach am besten auf dem abgepudertem Gesicht auftragen. Ja. Als Bronzer nehme ich hier von Maybelline den City Bronzer. Ich habe ihn in der Farbe Medium Cool 200. Da ist mir leider vor ein paar Tagen hier dieser Deckel abgebrochen. Also das ist wirklich diese Verpackung, das ist wirklich plünn. Tut mir leid, wenn ich das mal so sagen muss. Aber das ist so, das macht man ein paar Mal auf und schon bricht es einfach kaputt. Ich finde das immer doof, das nervt mich immer. Und man hat noch so viel Produkt und schon ist der, diese Verpackung halt kaputt. Ne? Das finde ich immer nicht so schön. Aber ich finde den Bronzer ganz schön. Der ist nicht ganz so extrem. Und im Moment habe ich eine relativ helle Haut. Und von daher kann ich mir den dann immer ganz gut aufgeben. Muss ein bisschen mehr aufgebaut werden, aber gerade so jetzt für so einen leichten Alltagslook ist der völlig ausreichend für mich. Als Blush benutze ich von Catrice die Blushbox. Das ist so ein Glowing und Multicolor Blush. Das ist die Farbe 010 Dolce Vita. Und ja, der hat da so zwei Farben drin, ein bisschen hell, so ein bisschen mehr ins rosa-peachige. Und wenn man das so ein bisschen vermischt, hat man auch so einen leichten Glow noch mit auf den Wangen. Und das ist auch eine relativ schöne, leichte Farbe, die mir auch sehr gut gefällt. Und da hat man einfach so, ja, noch so ein bisschen halt dieses peachige, rosane mit ein bisschen Glow drinne. Und dann kann man ja auch gerne nochmal so mit dem Puderpinsel nochmal drüber gehen, das Ganze alles so ein bisschen miteinander verbinden, was ich auch immer sehr gerne mache, dass ich einfach Blush und Bronzer so ein bisschen miteinander verschmelzen zusammen und der Übergang einfach weicher wird. Ja, an den Augen hatte ich mir jetzt heute gar nicht so viel vorgenommen. Ich habe mir von Catrice die Lidschattenpalette rausgesucht. Mit Erasers heute ein relativ Catrice-lastiges Video. War gar nicht so beabsichtigt. Naja, jedenfalls habe ich hier von Maxime die Lidschattenpalette rausgesucht, denn ich möchte gerne nur diesen blauen Lidschatten heute verwenden. Denn ich habe heute Morgen bei Mamako das erste Video dieses Jahr gesehen und die hatte so ein richtig schönes, leichtes Alltags-Augen-Make-up. Die hatte sich wirklich nichts gemacht auf dem Auge, nur so ein bisschen den blauen Lidschatten hier unten, so ein kleines bisschen oben an der am Wimpernkranz entlang gegeben. Und das sah so toll aus. Und das wollte ich jetzt auch einmal nachmachen. Von daher nehme ich mir so ein Applikatorschwämmchen rausgesucht. Damit gebe ich mir jetzt einfach hier diesen blauen Ton, das ist die Farbe Livestream, am unteren Wimpernkranz entlang. Ziehe mir das so ein bisschen nach oben und dann werde ich das Ganze noch so ein bisschen mit dem Pinsel ausblenden. Ich habe euch einmal ein kleines bisschen dichter rangeholt, damit ihr das auch ein bisschen besser sehen könnt.
So, also ich habe es mir jetzt einmal an der am unteren Wimpernkranz aufgegeben, ein kleines bisschen am oberen und jetzt verblende ich das Ganze einmal. So, ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Finde ich, das hat so ein bisschen das. Also hier hinten, wenn man da so ein ganz kleines bisschen sich das nach oben zieht. Ja, das hat mir richtig gut gefallen. Und ich finde, für so ein Alltags-Make-up einfach so ein bisschen Farbe, finde ich total super. Jo. Als Mascara gebe ich mir jetzt hier noch die Essence Bye Bye Panda Eyes Mascara auf. So, einmal habe ich die Augen fertig. Ich hoffe, ihr könnt das so ganz gut erkennen. Und ja, die Wimpern sind ja wohl mega. Das ist eine Essence Mascara aus der Drogerie. Der Wahnsinn. Also mir gefällt das richtig, richtig gut, muss ich sagen. Jetzt fehlen aber noch die Augenbrauen. Und dafür nehme ich einfach ein Augenbrauenpuder. Wo ist es? Hier habe ich einmal, wie gesagt, von Planet Up nehme ich einmal den Stift wieder. Aber zuerst nehme ich hier das Augenbrauenpuder. Das ist auch von Essence. Und das gebe ich mir dann einfach mit einem Augenbrauenpinsel und hinten so ein Spoolie. Und damit gehe ich einfach erstmal so ein bisschen meiner Augenbrauenform nach. Und dann gehe ich mit diesem Stift nochmal rüber, um so ein bisschen die Haare zu fixieren. Ja, ihr Lieben. Das haben wir jetzt soweit auch schon mal fertig. Als nächstes habe ich jetzt nur noch was für die Lippen. Da habe ich zwei neue Produkte, die habe ich mir im Ausverkauf mitgenommen. Die waren bei Edeka für 95 Cent reduziert von Essence. Und zwar einmal so einen schönen Lip Liner in der Farbe, das ist so ein Soft Precise Lip Pencil. Be Mine 105. Und ein Lipgloss aus dieser Shine, Shine, Shine Serie. Ich weiß gar nicht, ob die alle rausgehen. Das ist die Nummer 25, Volume, Please. Und das gebe ich mir jetzt einmal in Kombi auf. Hier seht ihr jetzt nochmal die beiden Produkte geswatcht. Hier habe ich einmal den Lip Liner und hier ist der Gloss. Und der hat so einen ganz leichten Aprikoschien mit drin. Und ja. Ich habe mir den Lip Pencil jetzt einmal so ein bisschen halt, ja, also auf der natürlichen Umrandung meiner Lippe aufgegeben und so ein bisschen in die Mitte. War jetzt ein bisschen schwierig im Auftrag. Ich finde ihn sehr, sehr hart und kratzig. Ist aber doch eine relativ Aprikot-frühlingshafte Farbe, finde ich. Aber es passt irgendwie zu dem Blau an den Augen, muss ich sagen. Ja. Wie gesagt, der Auftrag, der hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich gebe mir jetzt noch einmal den Gloss drüber. Gut, also ich muss sagen, diese Lippenkombi gefällt mir echt gut. Ich finde den Gloss auch total schön. Also der macht wirklich so einen schönen Plumping-Effekt. Ihr habt nicht, also das ist jetzt nicht dieses kribbelige Gefühl oder so. Das mag ich sowieso nicht so gerne. Aber ich finde, das passt sehr gut zusammen. Also die Kombi gefällt mir richtig gut. Und ja, das für 95 Cent, finde ich, kann man das ruhig mal machen. So, meine Lieben. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Das war irgendwie so ein kleiner, inspirierter Look heute für mich. Ja, die liebe Mamako hat mich zu diesem Augen-Make-up inspiriert. Und das hat mir doch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ein kleiner, easy Tageslook mit ein paar wenigen Produkten aus der Drogerie. Ich hoffe sehr, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen unterhalten. Und freue mich sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, würde ich mich natürlich auch riesig über ein Abo von euch freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!